Ein liebes Hallo an alle da draußen und ein liebes Hallo an alle Eltern, die uns heute diesmal wieder zuschauen. Ich habe mir wieder ein schickes Thema ausgesucht, und zwar: Macht es Sinn, Kinderschuhe 1 bis 2 Nummern größer zu kaufen? Wen es interessiert, bleibt einfach dran und wir sehen uns dann gleich. Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen. Ich bin Babette, ich habe seit mehreren Jahren einen Kinderschuhladen in Leipzig und gehe in loser Folge immer wieder mal auf Fragen ein, die, ich sag mal, alle Eltern oder Kinder, Eltern mit Kindern sozusagen bewegen und die jetzt vielleicht nicht immer unbedingt gleich den Weg ins Fachgeschäft finden, damit auch da Fragen ganz einfach beantwortet werden können. Ich habe mir diesmal die Frage ausgesucht, ob es Sinn macht, Kinderschuhe 1 bis 2 Nummern größer zu kaufen. Und da muss ich immer sagen, wer noch nie im Fachgeschäft gewesen ist und sich noch nie über Kinderschuhe und Kindergrößen befasst hat, wird feststellen, man muss es sogar. Erstaunlicherweise hat man letztens festgestellt, dass 52% aller Eltern noch nie die Füße ihrer Kinder haben nachmessen lassen. Was natürlich, was ich finde, ein total fatales Ergebnis ist, weil wenn ich immer nur vom jeweiligen Zustand des Fußes jetzt mal ausgehe, ich sage jetzt mal einfach mal, nehmen wir ein Beispiel jetzt mal. Das Kind hat Schuhgröße 22. Und ich kaufe kontinuierlich eine Nummer größer, gehe in der Annahme, das passt Schuh, ne? Dann habe ich zwar teilweise einen Schuh eine Nummer größer gekauft, ich weiß aber als Elternteil nicht, ob da wirklich auch eine Nummer größer ausgefallen ist. Und um das auch nochmal zu verdeutlichen, mache ich mal so ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, wir haben ein Kind, was in etwa diesen Fußabdruck hätte. Ich habe es mal nachgemessen, es sind 15,3 cm. Mein Messgerät würde mir sagen, das Kind hat eine Fußgröße 24. Nun ist aber Fußgröße nicht gleich Schuhgröße. Ganz einfach, das Messgerät misst nur den Fuß, die Fußumrandung, und gibt aber nicht automatisch diesen Freiraum für Schub und Wachstum mit dazu. Den müssen wir im Geschäft immer mit dazu rechnen. Das heißt also, auch wir müssen wissen, wie Schuhe ausfallen. Weil wer den Gang ins Fachgeschäft macht, der wird das immer wieder hören. Schuhe fallen unterschiedlich aus. Jeder Lieferant kocht in puncto Größen und Größenausfall immer sein eigenes Süppchen. Nicht mal innerhalb eines Lieferanten, sobald eine neue Laufsohle verwendet wird, kann ich mir sicher sein, dass dort immer wieder dieselbe Größe mir letztendlich, nicht mir, sondern meinem Kinderfuß sozusagen zur Verfügung steht. Und das möchte ich euch heute hier mit diesem kleinen Beispiel mal belegen. Also gehen wir aus. Das Kind hat diesen Fuß, steht also praktisch, hier ist die Ferse, hier ist die Zehe vorne. Ich habe hier also wirklich schön den Fuß abgemalt und will jetzt damit einen Schuh kaufen. Jeder würde jetzt natürlich dahergehen, gut, habe ich nachgemessen, und im Internet gibt es ja verschiedene Vorlagen dafür, wie man die richtige Schuhgröße errechnet. Aber auch da, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Na? Auch da gibt es immer wieder viele, viele Auswirkungen. So, ich habe euch das jetzt mal hier mit einem Anna- und Paul-Söhlchen mitgebracht. Das ist die Größe 24. Ein Schuh, schick für Mädels. Größe 24, sieht man hier sehr schön. Wenn ich jetzt diesen Abdruck jetzt hier drauflege und ich ja davon ausgehe, dass das hier oben mein Kinderfuß ist, dann hätte der sozusagen überhaupt keinen Platz. Platz schon, aber er füllt ihn aus. Also da ist weder was zum Abrollen, da ist weder was noch zum Reinwachsen. Das heißt, ich muss als Elternteil, sobald ich ohne Kind unterwegs bin oder auch selbst wenn das Kind mit dabei ist, ich muss immer größer kaufen. Und da sind sogar hochgerechnet, sind es 2 Größen, die Sie im Schnitt größer kaufen müssen. Dann gibt es wiederum diese schönen, schon vorgedruckten Sohlen, die, wie sie hier zum Beispiel der Däumling verwendet, wie sie Frodo verwendet, wie sie der Philly verwendet teilweise, der Wado. Also es gibt verschiedene Lieferanten,
Ricosta zum Beispiel macht das auch. Superfit haben auch eine Markierung, wo ist der optimale Sitz des Kinderfußes, wenn ich einen Schuh neu kaufe. So. Jetzt nehme ich wieder meine vorgeformte Sohle oder meine abgemalte Sohle. So, und da sehe ich jetzt, wenn ich jetzt hier schon eine Nummer größer nehme, lege das so richtig schön rein. Ein bisschen Platz sollte immer bleiben, weil die Ferse sitzt nicht ganz hinten drin. Wir wissen ja alle, laut anatomischen Dingern, wenn wir mal in Biologie aufgepasst haben, beziehungsweise wenn wir bloß mal an uns runterschauen, merken wir das. Wir haben ja keine eckige Ferse, sondern die ist ja immer so halbrund wie eine Schüssel. Ne? Also, das heißt, ich brauche hier Platz. Lege das also immer nicht ganz hinten ran, habe immer einen leichten Überstand von 1-2 mm. So, dann wäre ich jetzt hier bei dem Lieferanten, wäre ich schon fast am Ende der Fahnenstange. Also da, wo es eigentlich schon dieses Aufmerksamkeitszeichen ist, oh, Achtung, passt nicht mehr allzu lange. Ich sage es immer, bitte, das, was ich jetzt erzähle, gilt immer für den Zeitpunkt des Kaufes, dass natürlich ein Fuß im Laufe des Zeitraumes des Wachsens und des Nutzen des Schuhs nach vorne wächst, ist ganz normal, ja. Aber irgendwann ist eben halt die Ende der Fahnenstange erreicht. Will ich jetzt also sozusagen den optimalen Freiraum haben für ein Kind, bin ich mit einem 24er gemessenen Fuß bei der Größe 26. Nun sieht das für den Laien immer unwahrscheinlich groß aus. Wir sehen selber auch, manchmal müssen wir uns dann doch noch mal von der Tatsache überzeugen, dass das mit der Größe wirklich so stimmt. Weil, bitte nicht erschrecken, nicht das hier vorne ist maßgeblich für uns und für den Fuß an sich, sondern wie viel Platz habe ich hier? Also von der großen Zehenspitze bis hin zum höchsten Punkt des Schuhs. Und das sehe ich ja immer, wie eine Innensohle ausgearbeitet ist. Wie sie gestanzt ist, welche Breite sie hat. Ist sie wie hier schön halbrund oder ist sie relativ spitz? Wie zum Beispiel, ich nehme jetzt mal hier vergleichsweise den QL. Auch eine Größe 26. Aber, zacki, zacki. Upsi. Und schon wieder fehlen ein paar Millimeter. Das bedeutet immer wieder, wenn da die Größenkürze ausfallen, muss ich sogar noch ein bisschen größer nehmen. In diesem Falle würde es sogar bedeuten, 24er gemessener Fuß. Ich bin bei dem im Grunde genommen dann schon sogar bei einer Größe 27. Das ist immer das, was viele Eltern erschreckt, weil viele nehmen sozusagen die Fußgröße als Schuhgröße an. Dem ist aber nicht so. Das ist, was Sie jetzt immer hören, das sind zwei verschiedene Komponenten. Das heißt also, Fußgröße ist niemals gleich Schuhgröße. Bitte, bitte merken. So, und damit, ich glaube, ist meine Frage oder die gestellte Frage vom Anfang schon sehr wohl beantwortet. Natürlich müssen Sie größer kaufen. Alles, was Sie kleiner kaufen, schadet dem Fuß Ihres Kindes. Alles, was Sie kleiner kaufen, kann der Fuß nicht nutzen. Das heißt, er lernt nie, die Zehen lang zu lassen. Er lernt nie zum Entspannen. Und demzufolge ist also noch immer niemals nicht Fußgröße gleich Schuhgröße. Bitte merkt euch das und wenn es Fragen gibt, einfach mailen, wozu gibt es denn sowas? Na? Ich hoffe doch, damit konnte ich euch wieder mal zeigen, wie wichtig das ist, mit einer Größenangabe bzw. vielleicht auch mit einer aufgemalten Sohle ins Geschäft zu gehen, wenn man wirklich mal ohne Kind unterwegs ist. Weil, ich sag mal so, die Angabe Größe 24 trägt das Kind jetzt, aber ist gleich vorne. Ja, was ist es denn für ein Schuh? Fällt er einigermaßen größengerecht aus? Ist es ein Importschuh, der sowieso eine Nummer kleiner ausfällt? Wo bin ich da jetzt? Das sind alle solche Fragen, die dann meistens vom geschulten Fachpersonal gestellt werden. Was das Ganze natürlich nicht immer so angenehm für Eltern macht, wenn sie dann so viele Fragen zu beantworten haben. Aber wir wollen ja schließlich einen Schuh rausfinden für euch, der passt. Darum geht es ja letztendlich. Wir wollen, dass es passt. Und nur dann sind wir auch richtig zufrieden. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch helfen und vielleicht auch die eine oder andere Frage damit beantworten.
Beim nächsten Mal zeigen wir euch das gerne nochmal in der ausführlicher, den Unterschied zwischen Fußgröße und Schuhgröße anhand der Messungen. Wen es interessiert, bleibt einfach dran oder tut sich als Abonnent mal bei uns eintragen. Wie ihr seht, es gibt immer sehr interessante Themen, die dann hier an dieser Stelle etwas ausführlicher behandelt werden. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid.